Der Arzt, der einen Krieg zwischen zwei mächtigen Reichen auslöste, der persische König Kambises, bat den ägyptischen Pharaos Amasis, ihm seinen besten Augenarzt zu schicken. Der von Amasis ausgewählte Arzt war über die erzwungene Arbeit, die er fern von seiner Familie leisten musste, verärgert. Nach seiner Ankunft in Persien rächte sich der Arzt, indem er Kambises riet, den Pharao um seine Lieblingstochter als Geschenk zu bitten. Amasis war nicht bereit, seine geliebte Tochter als bloße Konkubine nach Persien zu schicken, wollte aber auch vermeiden, das persische Reich zu beleidigen, das sich auf seinem Höhepunkt befand. Stattdessen schickte er die Tochter des ehemaligen Pharaos und behauptete, sie sei seine eigene. Die ehemalige ägyptische Prinzessin war genauso unzufrieden wie der Arzt. Und als sie von Kambises begrüßt wurde, berichtete sie von der List des Pharaos. Der persische König war über diese Beleidigung wütend. Er fiel in Ägypten ein und besiegte den Pharao.